So, ist schon wieder eine ganze Weile her und beim letzten Mal gab es ja Remote Ragnar, zumindest für mich. Für euch kam die letzte Folge des Fabrikbaus jetzt gerade erst letzte Woche, nee, diese Woche. Deswegen bin ich ein bisschen raus, aber das macht überhaupt nichts. Wir machen da weiter, wo ihr aufgehört habt und wo ich, keine Ahnung mehr, aber es wird schon werden. Ne? Das heißt, geht los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin schon irre heiß drauf, unsere kleine adaptive, wie hießen sie noch? Steuereinheiten. Genau, adaptive Steuereinheiten. Ich guck nochmal rein, jetzt sehe ich keinen Quatsch. Ja. Fertig zu machen. Und da sind wir hier soweit fertig geworden. Wir stellen hier jetzt schon mal Statoren her. Und wir stellen hier Stahlrohre her. Das reicht, um dann am Ende was zu produzieren. Rödel, rödel, dengel, dengel. Genau. Draht und Stahlrohre stellen wir her und daraus machen wir Statoren, die wir jetzt gleich erstmal noch hier hinten rüberbringen müssen. Hier ist noch ein bisschen Kuddelmuddel, habe ich das Gefühl. Und das müssten wir eigentlich mal ändern. Meine Überlegung war jetzt, da soll es hin. Zack. Deswegen bauen wir hier wieder so ein nettes kleines Türmchen. Zack. Kommt von da. Geht nach da. Wir müssen höher und wir müssen nach da vor allem. So. Und dann können wir nämlich das Ganze hier rausholen und darüber schippern. Und das geht nicht, weil zu wenig Freiraum. Das ist ja schon mal Instant-Scheiße. Das ist ja noch viel mehr Blödsinn. So, drehen wir den mal einmal rum. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal einen hochgehen. Zap, zarab. So wird es aber, glaube ich, nicht gerade. Ne, so wird es nicht gerade. Das heißt, da kommt nochmal einer rauf, der das Ganze nach da führt. Und von da aus müssten wir das hier anschließen können. Und das müsste gerade rüberlaufen. Tut es das? Sieht ganz gut aus. Ist ja wunderbar. So, und damit hätten wir dann auch hier drüben die Statoren, wo sie ja letztendlich irgendwann mal verarbeitet werden sollen. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Vielleicht kriegen wir es einstufig hin. So, jetzt brauchen wir hier noch Platin. Ach ja, müssen wir erstmal automatische Verkabelung machen. Das heißt, wir müssen noch irgendwo Kabel herstellen. Wo machen wir das denn? Müssen wir hier machen. Moment. Wie viel Kupfer verballern wir denn hier? Hier stellen wir 60 her. Und machen daraus 60 Draht. Wie viel Draht brauchen wir? Gut. Wir brauchen nur 40 Draht. Ne, wir haben 2. Wir brauchen hier 40 und dann hier wahrscheinlich 20. Ach ja, das wird ja hier nicht umgewünscht. Scheiße. Oh, ich kotze. Das sind 75%. Jetzt brauche ich hier schon wieder ihn hier. 75% von 40 sind. Ich habe es beim letzten Mal garantiert richtig ausgerechnet. Das heißt, hier verballern wir erstmal unser gesamten. Alles, was wir brauchen. Und hier kommt aber Kupfer rein. Und ich habe hier schon, in weiser Voraussicht, nochmal Kupfer abgelegt. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal eine Schmelze. Wir machen direkt hier weiter, glaube ich. Schönes Rinn und Rut. Zack. Dass man hier sauber drunter durchlaufen kann. Gerade ist es sehr schön. Das heißt, hier einmal Kupferbarren einschmelzen. Daraus Konstruktor. Machen wir einen dahinter gleich. Und nein, bevor ihr fragt, der Manufaktor wird natürlich nicht stehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, brauche ich Draht für. Machen wir also erst einmal Draht. Oha, das wird platzmäßig aber eng hier.
Wie weit können wir hier gehen? Gar nicht mal so. Hier ist ja Schluss. Das ist ja abgefahren. Hier passt ja nicht so viel rein, wa? Stell dich mal gerade mal hier hinten. Stell dich auf adaptive Steuereinheit schon mal ein, dass ich da den Überblick behalte. Brauche ich den Platz hier hinten ja eigentlich nicht. Ja, wir lassen das mal so. So. Da Draht. Den hier drehen wir einmal. Und dann hier Kabel. So, der braucht 60 Draht, du lieferst nur 30. Du. Ja. Wie viel Kabel brauchen wir denn? Machen wir gerade einen Manufaktor. Nee. Ich brauche einen Fabrikator. Den brauchen wir. Zack. Mache mir. Automatische Verkabelung. Wir brauchen 50 Kabel. Das ist ja ein Ding. Die kriegen wir hier wahrscheinlich nicht raus. Ne, 30. Wir brauchen hier schon 60 Draht, die wir nicht haben. Wird das ja ein bisschen mehr. Oh, ist schon wieder ficke Duster hier. Immer das gleiche. Oh, hauer, 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 hauer. Okay. Für 50 Kabel brauchen wir dann entsprechend 3 hiervon, richtig? Ne, 2 davon. Und hier gehen wir mal auf 25 runter. Ich muss gerade erstmal gucken, habe ich die Kamera umgestellt? Ja, habe ich. Umschalt an. 25. 83,33333. Das ist schon wieder eine geile Zahl. Damit lässt sich immer so super arbeiten. Naja, gut. Okay, das heißt, hiervon brauchen wir noch einen. Den stellen wir da erstmal gleich neben. So, das bedeutet aber auch, dass wir hiervon eigentlich 4 brauchen. Oh shit. Oh shit, oh shit. Da brauchen wir, müssen wir die komplett umdrehen. Zack. 1, 2, 3 und hier nur 4 daneben. Das wäre allein das, was wir für den Dings bräuchten. Was wir für die Kabel brauchen. Das ist ganz schön viel. Meine Fresse. So, das sind dann 30, 60, 90, 120. Die wir auch bräuchten. Naja, die wir nicht ganz bräuchten. Das müssen wir mal wieder rechnen. So, das heißt 60 mal 0,84. 60 mal 0,84. Okay, das war nicht so. Moment, wie war denn das? Das war Licht da. 60 mal 0,84. Ist gleich. Was nicht mit dem Mal? Was mit dem Mal? Ach, das Sternchen, ja. 0,84. Das heißt, wir brauchen. Bin ich jetzt gerade blöd? Oh, ich krieg schon wieder. Ja. 60 mal 0,84 mal 4. Jetzt haben wir es. Und dann mal 4. Das heißt, wir brauchen 201,6. Geilste Zahl ever. Wir machen wir mal so. Ja, 200 brauchen wir. Das heißt, wir kommen. 200 brauchen wir? Moment. Alter, ich habe gerade Gehirnfurz. Leute, das Wetter ist viel zu schön, um hier drin zu sitzen. Und ich werd gerade Malle im Kopf. So, wir brauchen davon 60, richtig? 50.
Oh, ich hätte es vorher rechnen sollen. Ganz ehrlich. On the fly ist das echt scheiße. So, das heißt, wir brauchen hiervon zwei Stück. Ja, da war mein Rechenfehler. So, nicht mal vier, sondern mal zwei. Das heißt, wir brauchen genau 100. Ja. Das schaffen wir mit dreien trotzdem nicht. So, auch hier auf 25 runter. Na komm. 25, 25, 25 und na komm. 25. Dann kommt das erstmal hin. Das heißt, ich brauche ja. Dann komme ich genau auf 100. Ja. Ja, ich müsste übertakten, sonst das will ich eigentlich nicht. So, das heißt, du kommst weg. Und dann stelle ich mir hier alles direkt vor die Tür. Das ist eigentlich ganz schön assi. Das ist ganz schön sehr assi. Gefällt mir gar nicht. Was war denn das für ein Geräusch? Okay. So, dann könnte ich hier noch zwei daneben bauen, die dann die Kabel herstellen. Dann wird's gehen. So, die dann von da kriegen. Klack, klack. Ich könnte sie auch ein weiter rüber setzen, glaube ich. Deswegen ist es ein bisschen Luft haben und hier dann durchlaufen können. Und dann können wir die woanders hin verfrachten. Das geht auch immer noch. So, aber dann brauchen wir hiervon. Machen wir andersrum. Vier Stück. Zack, zack, zack. Ey, 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 jetzt. Und dann müssen wir das irgendwie noch absplitten. Ist ja irgendwie ganz schön scheiße. Da oben drin kriegen wir das nicht hin, weil da noch zu viele Bänder laufen. Das heißt, wir müssten das hier wegsplitten. Wir können also ihn hier nehmen. Logistik. Förderband Splitter. Muss ich aber. Guck mal, früher mal hier ansnappen. Was ist denn daraus geworden? So, weil da schon einer steht direkt. Ja, das funktioniert ja wieder nicht richtig, ne? Ja, nicht genug Freiraum. E-Mail der gleiche Scheiß. Okay. Wie Mukwides. Das würde heißen, wir müssten dann. Förderband Splitter. Chris von da erstmal. So, so, so. Wir bräuchten diese Türmchen. Müsste das hier genau passen. Und hier auch. Das ist ja herrlich. So, was machen wir jetzt überall hier? Nee, du kriegst von da, du kriegst von da. Wir machen das schon noch schick hier. Das kriegen wir alles hin. So, so, so. Und dann hier auch nochmal. So. Dreh dich mal zurecht. So, die unteren nehmen wir alle weg. Tatatatata. Wir teilen das einmal hier rüber. Und schließen die einmal alle an. So. Das ist ein ganz schöner Dumpfig eigentlich. Eigentlich möchte es mir nicht gefallen, aber Müller ist wie Müller ist. So, dann kommt hier 1, 2, 1, 2. Hier drunter stützen. Hier drunter stützen. Und hier drunter kommen auch Stützen. So. Das wäre da alles oben schöner gewesen. Kann ich mir die Türen sparen ein bisschen? Das ist
Das mache ich auch. Ich spare mir die Türen oder die Tore. Wir hauen hier einfach Wände hin. Wie habe ich die hier reingebaut? So rum. So. So. Ist das hier einfach dicht? Und da machen wir auch nochmal dicht. So, kommt hier nämlich rein und dann ist hier ein bisschen besser Überblick. Das ist doch schön. So, das heißt, wir führen die hier zusammen, führen die dann hier rüber. Hier werden daraus Kabel. So, wovon wir aber nur 25 brauchen. Oh, ich habe euch einmal hier... Namblock, ich brauche... Ey, ne, ich muss mir das irgendwie anders hinlegen. Ich habe ein Stream Deck hier und ich weiß nicht, warum ich es nicht benutze. Egal. Anderes Thema. So, du und du auch nur 25. Und dann passt das schon mal. So, jetzt führen wir die hier hinten noch zusammen. Fusionator. Du sollst nach da gehen. Okay. So, paar stehst. Na. Kennt ihr das? Ihr baut so Sachen und denkt dabei schon, ich bin schon beim nächsten Schritt im Kopf und deswegen läuft das hier alles wie Wurst. Aber okay, ist wie es ist, halb so wild. Der Müll erledigt das. So. Dann hier hinten ein Splitter hin. Nee, nur den normalen. Der kriegt von da, das ist auch richtig. Und weil ich es immer so mache, kommt hier auch einer hin. So. Dann einmal hier rüber. Zack. Und einmal rein. Wir können hier noch sauber drunter durchlaufen. Wir haben hier ein bisschen Luft. Können hier schön die Wand lang ziehen. Können hier sogar einen zwischen freilassen. Damit die Gebäude ein bisschen getrennt sind. Das ist ja herrlich. Ja, das gefällt mir. Können wir hier sogar noch einen Ausgang bauen. Guck mal. Müssten die hier sein, oder? Ja. Kommt das hier alles weg. Zip, zip, zip. Dann können wir die hier hinsetzen. Hey, hey. Alter. Komm mal klar. Komm mal klar. So. Den Eingang jetzt so lasse oder anders mache, das ist dann dahingestellt, ist relativ groß am Ende. Aber ich kann jetzt hier eine Wand lang ziehen. Ich könnte sogar da hinten noch den Manufaktor hinsetzen, wenn ich das wollte. Aber das will ich, glaube ich, nicht. Wo können wir denn mit dem Manufaktor hin? So, klar ist, hier müssen wir schon mal nicht mehr rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, hier können wir erstmal dicht machen. Das machen wir nachher alles hier. Ja, und führen das irgendwie sauber nach oben. Wie gucken wir dann mal? So. Hier können wir jetzt also alles zusammenklabüstern. Ich könnte da oben... Nee, da will ich immer den Ressourcen hoch. Scheiße, ey. Ich krieg das alles nicht in eine Etage. Ich könnte hier hinten noch... Hier noch ein bisschen Luft. So hätten wir auch noch mal einen schönen Knick im Gebäude. So dass wir das nicht so hässlich eckig haben. Da kommt dicht. Ne, da kommt nicht dicht. Oh. Wir müssen hier sowieso noch mal einen hinsetzen. Und bevor wir das hier machen, also das. Ne, das spiele ich mal hier mit. Die Legger. Beere, die kralle ich mir nochmal. Aber das sieht hier eh schon nach Kuddelmuddel bei mir in der Base aus. Da will ich jetzt wenigstens hier hinten den Scheiß nicht mehr sehen müssen. Ne? Das böse, böse Update. Überall wieder Pflanzen, wo keine Pflanzen sein sollen. Unerhört! Ja, gib Gas hier. So. Dann haben wir das hier dicht. Und können hier dann erstmal die Wände langziehen. Könnt sogar überlegen, ob wir hier mal ein Tor reinmachen.
Aber ich denke mir gerade, drauf geschissen. Wir können hier sogar so ein abfallendes Dach machen. Das ist auch cool. Moment. Wo haben wir sie? Die hier meine ich. So müssten wir dann noch halbwegs passig darüber kommen. Nee. Aber wir können da eine Wand draufsetzen. Und dann müsste das. Können wir da eine Wand draufsetzen? Nobody knows. Let's have a look. Da. Ja, das passt sogar. Das ist ja geil. Machen wir das so. Machen wir Platz hier. Hier ist ein bisschen mehr Style in der Folge, habe ich das Gefühl. Oder generell in der Fabrik, ne? Mehr darauf achten, ey. Wie sieht der ganze Schnulli... Geh mir nicht auf den Sack, du scheiß Kettensäge. Wie sieht der ganze Schnulli aus, wollte ich sagen. So. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, dass das eigentlich hier hinten rüber muss jetzt. So, dass hier die Statoren gebaut werden können, weil da kommt eh was an. Quatsch. Produktion. Fabrikator. Den wir hier auch cool hinkriegen. Können wir den hier ganz hinten noch? Nee. Schade, hätte ich das nämlich einfach hier mittig rübergeführt und den hier ran. Wäre auch. Obwohl, Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Nee, wir können das nicht bis zur Hälfte ziehen. Das ist Blödsinn. Dann sitzt es einfach unrund. Obwohl. Ist das mittig? Natürlich nicht. Weil ich ein Idiot bin, ist das nicht mittig. So. Aber er hat. Das wäre eine Höhe. Holen. Dann machen wir hier Fusionatoren. Brut. Machen wir gleich so ein Tour? Ne, ne. Ich glaube, das ist Quatsch. Dann machen wir lieber einen Lift. Anstatt, dass wir hier zwei Lifte haben. So, ihr sammelt das, ihr sammelt das. Kommt. Dann gehen wir hier einen hoch. Brut. Und dann müssen wir doch. Können wir hier sauber rübergehen und haben das hier am Manufaktor dran. Und der kann das nachher sogar noch irgendwohin schön wieder abführen. So. Das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie hier rüberholen. Zack. Genau, hier haben wir die hier. Ah, damit das nichts mehr, ne? Ne. Schade, schade. Und dann haben wir halt einen Knick drin. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Die sollen so rumstehen. Ja, da überlegen wir uns noch was. Okay. Dann können wir jetzt mit den Halterungen. Dahin gehen. Daran gehen. Oh Gott, das wird doch wieder gefrickelt. Ich sehe es kommen. So. So. Sag nicht, ich habe auf Anhieb die richtige Höhe erwischt. Nee. Ich wollte es meinen. Das wäre ja ein Novum. So. Das hatten wir eben. Dann machen wir jetzt so. Und dann müsste es passen. Ja. So, dann kommt die hier rüber. Und dann wird Eikoilo. 50 Kabel pro Minute und wir stellen damit dann 2,5 automatische Verkabelung pro Minute her. Und jetzt kommt's, wir brauchen viel mehr. Das wäre scheiße. Wir missbrauchen einfach mal den hier hinten. Das soll eigentlich die Waffenfabrik für Munition werden, aber shit egal. Ne, Signalisatoren. Hä? Und ist sogar voll. Was habe ich denn hier gemacht? Achso, wegen Dings hier. Die brauchen wir ja für die Munition. So. Wie viel brauche ich denn hier pro Minute? 1,5 nur. Ich hoffe, ich habe das auch so zurechtgerechnet. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? So.
60%, das heißt, ich brauche gar nicht so viele Kabel. Ah! Ich brauche gar nicht so viele Kabel. Wie viele Statoren stelle ich denn hier? Oh, Müller, ey. Rechne doch mal sinnig. Wir stellen hier 5. Nee, das sind 75 und 75 wahrscheinlich. Nee, das sind 150. Das heißt nicht 5, sondern... Ja, 3,75. Da steht's doch, Idiot. Also 7,5 stelle ich her. Aber ich habe zu viel Draht jetzt hergestellt. Das in jedem Fall. 7,5 stelle ich her. Wie viel brauchen wir hier hinten? 7,5 her, aber ich brauche nur 2,5. Bin ich dumm oder so? Wie bin ich darauf gekommen? Ich baue viel zu viele Statoren. Ich brauche nur 2,5. Wieso habe ich hier so eine riesen Anlage stehen? Was mache ich hier? Was habe ich mir beim letzten Mal gedacht? Warum? Das sind definitiv 7,5, die da irgendwann mal rauskommen. Das ist way too much. Zack. Und ich brauche ja nicht mal 2,5. Warum produziere ich so viel? Also, ich muss hier echt nochmal gucken. Das macht mich gerade fertig. Das macht mich richtig fuchsig. So. Ich brauche 1,5. Mehr nicht. Ah, nee. Das ändert, die Zahlen da ändern sich ja nicht. Nee. So, 1 pro Minute. Das heißt, ich brauche 1,5 pro Minute. Boah, reiße ich das jetzt alles wieder ab? Also 3 Viertel davon kann ich ja wieder abreißen. 2,5, ich brauche auch nicht... Ja doch, die 50 brauche ich auf jeden Fall. Die brauche ich trotzdem. Nee, auch nicht. Ich brauche ja denn nur 60% davon. 60 von 50. 10% sind 5 mal 6 sind 30, brauche ich nur. Ich brauche nur 30 Kabel. Und das schafft doch hier einer. Oh, herrlich. Kann ich die Hälfte hier wegreißen? Ist eigentlich gar nicht schlecht. Könnt ihr wieder weg? Und einer von denen kann auch wieder weg. Dann kann ich das hier sogar langlaufen lassen. Ist ja super. Erinnert euch daran, dass ich viel zu viele Statoren produziere. Aber... So, dann können wir nämlich hier so machen. So. Und so. Zack, dir das Ganze. Nee, Mann, ey. Komm schon. So, wieder. Jetzt bin ich ein... Nun ist aber gut hier. So. Jetzt. Geht doch. So, du stellst volle Lotte Kabel her. So, komm raus. 30 pro Minute. Du brauchst 30 die Minute. Hey. 60% sind 30. 6 mal 5, 30. Okay. Dafür brauche ich dann nur... Zwei von euch auf volle Lotte. Zack. 30 und 30. Ihr müsst dann natürlich auch volle Lotte. Kupferbarren. Zack, darüber. Euch brauche ich dann nicht mehr.
Und du spuckst dann aus 30. Auf 60 Draht. Ihr stellt aus... Scheiße. Scheiße. Obwohl doch, nee. 30, 60. Der kriegt 60, alles cool. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. Das ist ja der Shit. So, der ganze Müll kann dann nämlich weg. Denn dann haben wir hier hinten auch genug Platz. Mal weg hier. Um hier vernünftig einen Manufaktor hinzusetzen. Der dann nicht irgendwie das ganze Ding vollpestet. Produktion. Fabrikator, nicht Manufaktor. Mensch, Müller, konzentrier dich. So, die Frage ist, wo stellen wir ihn wie hin? Das Ding ist auch einfach unschön groß. So. Das passt. Dann können wir das hier... Das sieht immer schön scheiße aus. Machen wir einfach so. Zack. Das passt mit denen noch nicht so ganz so geil, ne? Aber wir können den hier hinsetzen. Dann müsste das doch. Ja, schön. Das gleiche machen wir hier. Zack. Das müsste dann auch sitzen. Sehr schön. Du machst mir dann bitte die Verkabelung. Und das hier hinten, dieses üppige Elend, brauchen wir dann gar nicht. Sondern wir können hier hinten einfach auch so einen schönen Turm bauen. Ach, da soll's raus. Okay, das futzt. Kommen wir da rüber? Ah, schade. Obwohl, ich muss noch einen höher. Na, passt nicht ganz. Schade, wäre zu schön gewesen. Wäre zu schön gewesen. Okay, wie machen wir das? Erstmal kann diese ganze Klotzerei hier weg. Zack, zack, zack. Können wir da auch wieder ein Tor reinsetzen. Denn ist hier nämlich gar nicht alles so vollgestellt. So. Wie führen wir das hier rüber? Ich hätte das am liebsten hier hinten rum. Das Türmchen kommt weg. Weil wir es nicht brauchen. Wie mit VDs. Du kommst... Macht das Sinn? Darum? Nein. Kommen wir nicht. Okay, das wird schon mal nix. Aber wir können so machen. Und wir können so machen. Und dann machen wir das einfach hier so wie vorn auch. Und schicken das hier auf die Reise. Ich glaube, ich bin ein zu tief. Ja. Weg damit. Hier ran. Und runter. Nee, mittig darf es schon sein, ne? Mittig darf es dann schon sein. Okay. Nochmal. So. Fragezeichen. Nee, noch ein weiter. Ich habe auch Augenmaß wie eine tote Katze, ey. So, dann kommt das weg, das da ran, das hier runter. Aber gar nicht so tief, sondern auf die Höhe. Dann kommt hier er hin. Um das dann... So, so, so. Zack. Bauen wir nochmal
Part runter, damit es nicht ganz so schrullig aussieht. Ja, machen wir da hier. Und hier machen wir das auch, einfach für die Optik. Müller, ey. Das war ja grandios. Nee, gehen einfach da nach hinten. So. So. Führt das alles hier rüber. Du bist. Na komm, dann bauen wir hier auch so einen hin. So. So. Und schrullen das hier rein. So und so. Und dann kann der hier laufen. So, wir sollen jetzt noch 1,5 herstellen. Kriegt genug und kriegt viel zu viele Statuen. Ne, warte mal, du stellst doch hier. Doch, du kriegst Statuen, du kriegst Verkabel. Wie doof. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe einen Denkfehler. Er kriegt Kabel, er kriegt Statoren. So, jetzt gucken wir nochmal. Wie viele Statoren braucht er denn? 60% von 2,5. Alter. 0,6 mal 2,5, ne? Das heißt, er braucht nur 1,5 Statoren. Minute. Und ich habe hier hinten so ein Boller-Ding hingesetzt. Alter, wenn ich hier platzsparend arbeite, würde ich das sogar hier reinkriegen. Wieso produziere ich so viel davon? Zielproduktion 1,5. Und wenn wir bei 30%. Es wären nur 3 Stahlrohre pro Minute. Nee, gar nicht. Nicht mal. 10% sind 1,5. Ja, das wären 4,5 Stahlrohre pro Minute. Und tatsächlich nur 12 Draht pro Minute. Und ich habe hier so eine Gerätschaft stehen. Wenn ich den hier auf 12 runtersetze, na komm. Sind wir bei 40%. Okay, das heißt, wir brauchen dann nur mal 4, 1,5 mal 4 sind 6. 6 Kupferbahnen pro Minute. Zielproduktion 6. Das sind nur 20%. 10% sind. Und nur 6 Kupfererz. 10% sind 3, 20% sind 6. 6 Kupfererz pro Minute. So, der ganze Schlawinerkram hier kann alles weg. Außer ich habe jetzt massiven Denkfehler hier drin. So. Dann produziert das nämlich schon genug. Dann können wir uns diesen hohen Turm hier auch sparen. Das können wir nämlich auch easy peasy hier dran vorbei. Nervt mich nicht. Das könnten wir uns auch sparen. Ja gut, der bleibt stehen. So. Den zweiten hier brauchen wir auch nicht mehr. Weg, weg, weg. Wir haben hier so viel mehr Platz. Alter Vater, ey. So. Den stellen wir dann einfach mal um. Der kann easy peasy hier so stehen. Ist das mittig? Ja, sieht gut aus.
Och, das erleichtert die ganze Chose so sehr. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Zack. Du machst bitte... Was war das noch? Stator, genau. Stator. 1,5 pro Minute. Dann kommt das hier erstmal weg. Was hat der Müller sich hier wieder gedacht, ey? Den ganzen Schrott hier, alles weg. Alles weg. Weg, weg, weg. Lass ich den so stehen? Ich weiß es noch nicht mal. Selbst das ist verschenkter Platz, aber gar nicht mal zu knapp. Ich würde das alles hier reinkriegen, ey. Schrottscheiß, ey. War denn das für ein heftiger Denkfehler? Okay. Die ganze Scheiße hat einmal abgerissen. So. Kriegen wir es hier irgendwie nicht reingesetzt? Nee. So, das kommt von da, das kommt von da. Dann machen wir doch einfach hier das gute Stück hin. Zack. Passt, wackelt unter Luft. Das kann weg. Das auch, das auch. Oh, hier könnte ich auch noch wieder einsparen, ey. Stator. Zielproduktion 1,5. Okay, Zeit läuft, Zeit läuft, Zeit läuft. Dann brauche ich auch nur... Ach, das hatte ich ja schon mal berechnet. 30%, 4,5 Stahlrohre. Tausendfach mehr. Ja gut, die Stahlrohre kann ich ja wenigstens die Überproduktion noch wieder raushämmern. Okay. 34,5. Achso, ja. Aber das brauche ich auch alles nicht. Hier, die ganze Scheiße weg. Ey. So viel brauchen wir hier nicht, ey. Könnte ich locker hier rüberziehen. Den ganzen anderen Scheiß. Und das alles müssen wir dann nach hier verlagern. Haben wir hier noch so viel Platz. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Macht ja so keinen Sinn. So, dann können wir nämlich gleich hier vorne mit der Produktion anfangen. Da lassen wir einen Eingang, das ist schon okay. Jetzt wird den hier mal mittig. Ist das mittig? Niemand weiß es. Ja, müsste hinkommen. Vielleicht noch einen zu mir. Ja, einen rüber. Dann müsste das mittig sein. So. So, so. So, so. Das ist das gerade? Nee, das ist auch kein Fall gerade. Scheiße. Ja, 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 ja. Nochmal, Gießerei. Mittig, bitte. So. Andersrum. Oh, sieht man das schön schlecht. Sitzt doch wieder hinten und vorne nicht. Mann, ey! Scheiß Dreck. So, da ist die Tür, da ist das Dings, da ist das so. Und jetzt... sitzgefälligst. Achso, ich kann ja die da einfach als Referenz nehmen, ich Idiot. So. Das sieht gut aus. Zack. 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 Kannst du weg. Dann ein Konstruktor dahinter.
gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Ach ja, da steht ein bisschen über. So. Oder auch nicht. So, jetzt passt's. Sehr schön. So. Den hier rüber. Du machst Stahlbahn. Du machst Stahlrohre. Und wir brauchen nur 6 waren's, ne? Ne, nicht mal. 10% sind 1,5, 4,5. Zack. 4,5. Das sind 22,5%. Okay, das muss ich jetzt aber rechnen. 22,5% von 30 sind 0,225 mal 30, 6,75. Sip, sip, sip. 6,75. Genau, 15%, ist ja herrlich. So, und dann haben wir hier schon easy peasy die Stahlrohre. So, dann ist doch hier wohl locker genug Platz, um das alles hier reinzuschiffen. Dann brauchen wir da drüben nämlich gar nichts. So, verteilen wir es nämlich mit 3. 3 Schmelzen brauchen wir dann hier. Die würde quasi stehen bleiben. Kriegen wir 3 nebeneinander? Na, ich denke doch. Eine noch hier hin. Eine noch hier hin, aber andersrum. So, ne, so ist richtig. So, eine hier hin. Die hier 20%. Den hier hintere. Zack, und wie viel läufst du? 40%. So. So, gucken wir nochmal einmal hier rüber. Brut. Du liest volle Lotte, du liest volle Lotte. Und ihr beiden auch volle Lotte, richtig? Ja. Okay. Dann wieder hierher. Volle Lotte hoch. Kupferbahn, volle Lotte hoch. Du machst dann volle Lotte. Kabel. Zack, du auch. Quatsch, nicht Kabel, Draht. Und dann kommt hier hinter nämlich noch. Gefällt mir das so, gefällt mir das so, gefällt mir das so. Ja, es gefällt mir eigentlich so. Ist eigentlich völlig okay. Den können wir vielleicht, hätten wir noch einen rüberschieben können. Hätten wir eine Platte genau zwischen Platz gehabt. Oder das können wir nochmal gucken. So, dann den Konstruktor hier hin. Dazwischen 2 Fusionatoren. Fördermann Fusionator. Nach da auskotzen, genau. Ein hier. Ein hier. Jetzt hat man hier. Ey! Was ist denn das für ein Tulli? Tinef. So, dahin weg. So. Willst du mich rollen? Ach, Autosave. Scheiß. So, stehst du falsch? Du stehst falsch. Okay. Okay, okay, okay. So. 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 Und so. Du machst den Kabel. 60 pro Minute. Rödel, rödel, rödel. Soll er doch, ne? Ja. 60 pro Minute. Warum auch immer. Ach, die brauche ich ja nicht mal so viel.
Noch wieder Denkfehler drin. So, 60% von 50 sind 10. Achso, sind 30, ja. Volle Lotte, 30 Kabel. Und hier kommen 30 Kabel raus. Perfekt. So, und der ganze Schnulli wird dann hier einmal fix zu Statoren gemacht. Ah ne, zu Kabeln. Also diesen besseren Kabeln, da automatische Verkabelung. So, Fabrikator. Zack. War klar. So. Das gleiche machst du. Zack. Einmal bis hier. Dann einmal nach da hoch. Da kommst du dann wieder runter. Zack. Und dann haben wir hier automatische Verkabelung, die auf 1,5 setzen. Ey. Wieso schreibst du hier nicht? Bist du doof? 1,5. Dann hat das alles easy peasy hier reingepasst, ohne dass ich großartig quetschen musste. Ey, das ist doch irgendwie gleich mal viel besser. Dann nehmen wir nochmal weg. Das da oben kann dann auch weg. Das ist total tinnif. So. Kommt von da, geht nach da. So. Einmal hier und einmal hier und da auch noch. Zack, zack, zack. Daran. Daran. Daran, daran. Und einmal hier. Was ist denn hier passiert? Achso. Ach komm schon. Einmal hier hoch, damit ich da mal reingucken kann. Ja, oder auch nicht. Hm. Ich bin da jetzt hoch. Moment. So, so und ganz hinten im Bus, meine Fresse. So. Zack. Kommt an, kommt an, kommt an. Geht hier alles durch, hat den Haufen Platz. Sehr schön. Das war eine schwere Geburt. Meine Güte. So. Haben wir hier hinten immer noch genug Platz für irgendwas. So, das heißt, das Gebäude endet dann hier irgendwie. Können wir es noch einen nach hinten versetzen? Ich könnte, ne? Aber möchte ich nicht. Das möchte ich dann doch nicht. Ich könnte es außen raus. Obwohl, ich könnte es außen laufen lassen. Wenn ich... Moment, ich könnte hier so machen. So, so. Und dann kann ich es nachher hier ins nächste Stockwerk schicken. Das ist doch okay. Das heißt, dann machen wir hier dicht. Zumindest fast. So. Das kann ja da von mir aus bleiben. Mal weg da. So. So. Richtig rum wäre schön, danke. Cool. Ja, doch, muss. So. Damit wir da die Wand zu haben. Und dann machen wir hier noch wieder ein Tor rein. Batsch, batsch. Dann können wir hier irgendwas anderes machen. Was weiß der Geier? So, da wird's hochgeführt. Ist ja herrlich. Ist ja die Wucht in Tüten. So. Puh, schwere Geburt. Und unsere Zeit ist auch so ziemlich rum. Unglaublich. Ich klatsche mal nochmal einen Manufaktor hin. Relative Steuereinheit. Wieso steht da jetzt 7,5? Da stand da vorne 2,5, oder bin ich bescheuert?
Das ist doch nicht wahr jetzt. Das wären ja sogar drei. Was habe ich denn da vorhin gesehen? Was zum Fick? Bin ich blöd? Müsste ich hier eigentlich rausballern. 2,5 kommen hier nur raus. Das heißt, ich bräuchte sowieso noch zwei davon. Ich habe das jetzt da drüben schon alles schön abgerissen, ne? Ja, clever wie du bist, Markus. Oder? Na, das steht wenigstens noch. Wieso habe ich das? Ich habe das sogar auf 1. Hä? Wie blöd? Hier steht 1,5. Was zum Fick? Hier steht die... Hä? 1,5 pro Minute. Was ist denn das für ein komischer Bug? Jetzt baue ich das alles wieder um, oder was? Hier steht 7,5 pro Minute. Was steht denn beim anderen? Was ist denn... Hä? Aus irgendeinem Grund hat er hier die Zahlen angepasst auf irgendwas anderes. Was ist denn hier los, ey? Verdammte Kacke. Ey, wenn man natürlich mit verschiedenen Werten hier rumkaspert, ne, dann kann das nichts werden. Wisst ihr was, Leute? Die ganze Folge ist verschenkt. Super gut. Super gut. Und da ich in Zeitnot bin und jetzt nicht mal eben noch eine Stunde aufnehmen kann, bin ich hier gerade richtig gefickt. Alter. Ja, jetzt renne ich hier fünfmal hin und her und denke mir, ja, so ist es. Hier alles weggerissen, obwohl alles gut war. Ja, haut raus, 2,5, wir brauchen aber 7,5. Gut, dass ich hier nochmal einen gebaut habe, ne? Oh, bin ich genervt jetzt. Meine Güte. Das ist ja richtig zum Kotzen. Müsste ich hier drei Stück von stehen haben. Mit dem angefangen. Jetzt baue ich hier wieder alles um, ey. Kann nicht angehen. Gleicht sich das aus mit drei? Ne, dann komme ich auf eine halbe. Nicht genug Freiraum? Wieso hast du nicht genug Freiraum? Achso. Wegen dem Scheiß. So. Automatische Verkabelung. Automatische Verkabelung. So, dann brauche ich nämlich 7,5 pro Minute. Oh. Was für ein Scheiß. Statoren. Oh, das ist doch zum Kotzen. Wegen so einem beschissenen Anzeigefehler, ey. Mich dich jetzt in Produktion. Rezept auswählen. Stator. 5, ja.
Ich meine, das war vorher auch falsch, davon ganz abgesehen. Stator 2,5. Rezept auswählen. Nein, nicht Rotor. Mann, ey. Stator, so. So, 10, 12,5. Hä? Wie habe ich denn das gerade gemacht? Ah, cool. Die kann man hier mit den Zahlentasten reinlegen. Ja, das ist die Batterie. Die relevanten Gegenstände kann ich hier einfach... 1, 2, 3, 4. Das ist ja geil. 1, 2, 3. Cooler Shit. Haben wir wieder was gelernt. Immerhin etwas. Ein gutes hat die Folge. Hey! Super gut. Danke. Ja, 7,5. Damit wir 7,5 kriegen? Ja, offensichtlich brauchte ich ja 7,5. Mann, ey. 7,5. Ich kotze, ey. Das heißt, das dahinter käme weg. Hier kämen nochmal zwei Manufaktoren hinter. Ne, drei sogar. Boah, Wirk, ey. Wirk, Wirk, Wirk. Ich glaube, die würde ich dann am ehesten... Ich krieg da bestimmt hier hinten drei nebeneinander, oder? Ich kriege auf jeden Fall drei nebeneinander. Quatsch. Ja... Könnte ich das hier alles rüberschippen, dann würde das passen. So tut's das nicht. Oh, ich bin genervt, Leute. Ich bin richtig abgefuckt gerade. Weil das Spiel sich gedacht hat, ich spuck jetzt mal einmal die richtigen, falschen Zahlen aus. Ey, es ist doch zum Kotzen, ey. Was ist das denn für ein Scheiß jetzt gewesen? Ja, dann muss ich alles neu ausrechnen. Oh Mann! Oh! So, in der nächsten Folge bei Ragnar and the Bad Old Sons Let's Play Satisfactory richtig Zahlen ausrechnen, in eine Tabelle reinschreiben und dann erst bauen. So machen wir es. Das heißt, ich entlasse euch sehr, 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 sehr frustriert aus dieser Folge. Halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, Black. Nein, nein, jetzt red ich! Echt mal, so kann ich das hier nicht enden lassen. Das ging mir jetzt die ganzen letzten Tage noch auf den Sack. Also habe ich hier ein bisschen weitergebaut, habe auch schon mal Kupfer angeschlossen. Was euch schon mal sagen könnte, die Anlage läuft. Zumindest bis hierhin, wo wir eben waren. Ich habe hier nebenan nochmal schön alles sauber reingezogen. Das klappt jetzt auch. Mann, ist das laut in meinen Ohren. Da muss ich das mal leiser machen. Dann brülle ich vielleicht auch weniger. Ne, hier wird jetzt fleißig Draht produziert. Genauso viel, wie wir brauchen. Und ich weiß gar nicht, habe ich hier jetzt noch... Habe ich hier Drahtkabel hingemacht? Ne, hier wird nur der Draht hochgezogen. Ne, das Ding ist auch mittlerweile... Es ist schon voll ausgelastet. Ne, noch nicht. Die müssen alle noch ein bisschen volllaufen. Ne, deswegen ich... baue darauf, dass irgendwann hier hinten am anderen Ende... Oh, hier steht es schon still. Warum steht es hier schon still? Weil hier Kabel schon voll sind. Und wir kriegen keine Stahlrohre. Ja, logisch kriegen wir keine Stahlrohre, weil Eisen und Kohle noch nicht angeschlossen sind. So. Und deswegen sind die hier schon durch. Hier machen wir jetzt fleißig unsere Stahlrohre. Die dann wiederum hier hinten... zweimal Statoren füttern, die insgesamt jetzt 5 und 10 produzieren.
die wir wiederum hier brauchen. Da müssen sich, die muss ich noch runtertacken, sehe ich gerade. Ja, wir brauchen ja nur 7,5. Das machen wir eben noch. Das heißt, du machst 3 und... Ach nee, macht... Moment, ich bin schon wieder blöd, Leute. Ne, das kommt davon nicht. Ich nehme das schon wieder ein paar Tage später auf. 7,5 brauche ich. 7,5 sind 3,75 je Seite. Zack, 3,75. 75%, hätte ich auch drauf kommen können. Und 3,75. Das heißt, die Statoren laufen auch alle genauso schnell da rein, wie sie dann da rein sollen. Und hier laufen wir volle Lotte, weil wir brauchen nachher 7,5. Ne? Das Ganze habe ich auch schon mit Dach versehen. Und ich habe das erste Mal ein paar Lampen eingebaut. Ist das nicht herrlich? Ne? Kleine Besonderheit. Die Kabel habe ich da hinten rausgezogen. Und die laufen hier schön sauber über den ganzen Scheiß weg in den Zuführturm. Der dann in sich nochmal umspeist, um das Ganze dann da rein zu hämmern. Ne? Ansonsten hätte das... nicht geklappt mit der Verteilung. Aber so ist es doch herrlich. Wir haben hier unten noch genug Platz, um Rinn und Ruh zu laufen. Und damit ist dann auch endlich mal gut. Hier habe ich noch einen kleinen Weg nach oben gebaut. Zack. So, dass man hier nachher in den Zuführschacht kommt. Ne, hier kommt die zweite Seite. Die Rohstoffe werden hier hoch verladen. Ne, und über den Weg käme man dann hier einmal fix zu den Kabeln. Ach, seht ihr, das habe ich noch nicht gezeigt. Genau, hier werden die Kabel gemacht. Ein höher nämlich. Und es sieht auch schon mal ganz gut aus, wie ihr sehen könnt. Wir nehmen mal einmal kurz den schnellen Weg nach unten. Und ich habe nämlich richtig schick, also wie ich finde richtig schick, weil das Gebäude dadurch einfach wieder ein bisschen Form kriegt, einfach immer zwei, na, Drahtteile zusammen hochgefahren, da zusammengefasst und dann in eine Kabelfabrik. Ne, so kriegt das Gebäude von außen auch gleich ein bisschen Form. Sieht nicht so monoton aus. Hier drunter könnte man jetzt nochmal eben... nee, so nicht. Mach mal aus den Scheiß hier. Dann sehe ich auch, was ich baue. Hier kann man dicht machen. Damit das endgültig stimmt und dann endet diese Folge auch nicht so murksig, wie ich erst gedacht habe. Das geht mir nämlich richtig auf den Zünder. So, und damit gebe ich dann auch schon zurück zu Vergangenheits-Markus. Auf ein neues in der nächsten Folge, ne? Oder ich baue es vielleicht auch schon vor, ich weiß noch nicht. Ich zeige euch vielleicht auch nur das Ergebnis. Ich bin mir noch unschlüssig. Irgendwas werde ich auf jeden Fall machen. Ne? Weil das geht mir jetzt gerade richtig auf den Puffer. Das macht mich gerade richtig fertig. Unglaublich. Danke fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht habe ich dann sogar schon 200 Abos. Das wäre total cool. Fehlt Stand jetzt, 30.05. noch einer. Also muss nur einer einschalten. Geil, ich mache Werbung für den 200. Abonnenten mit einer absoluten Epic-Fail-Folge. Spitzenidee, Markus. Machen wir so. Egal, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Euer Ragnar Bertholdsson.